Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Willkommen, dass ihr, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, dass wir es heute machen dürfen. Und schade, dass unsere Kolleginnen verhindert sind. Wir machen das trotzdem und wir freuen uns dann wirklich auf diese Diskussion. Ich werde eine kurze Einführung geben zu diesem ganzen technischen, was ist eigentlich NFDI, was ist Full Memory, was ist die TR5? Und dann wird Thorsten Hildmann über diese zentralen epistemologischen Begriffe einsteigen in die Diskussion und dann werden wir anhand eines forschungsfragengetriebenen Beispieles unsere Ansätze versuchen darzustellen und werden dann sehen, wie lebhaft die Diskussion ist, ob uns das gelungen ist oder nicht. Und ich hoffe, dass Sie da ganz eifrig dabei bleiben. In der Einführung, Thorsten, wenn du da weiterklicken könntest, wäre ich dir sehr dankbar und gleich auf die nächste Folie gehen könntest, nämlich die Frage, was ist eigentlich die NFDI? Ich nehme an, ihr Sie habt alle davon gehört, dass es die gibt, die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Die hat reicht relativ lange zurück, diese Idee des Aufbaus einer solchen Infrastruktur. Und die zentralen Ziele sind die nachhaltige Infrastruktur für Forschungsdaten, bottom-up und regional verteilt, Datenerzeuger und Nutzende miteinander zu vernetzen und die Fachwissenschaften ans Ruder dieses Projektes zu setzen. Es gab dann mehrere Ausschreibungsrunden und in der Folge dann eine institutionalisierte NFDI. Und wie die aussieht, zeigt uns die nächste Folie. Genau, das ist nämlich zum einen ein Verein, der ist in Karlsruhe sitzt der. Da sind über 260 Organisationen Mitglieder und der organisiert eine ganze Reihe von Querschnittsthemen in sogenannten Sektionen. Und Sie sehen da schon viele Aspekte, die uns auch heute im Rahmen der Datenkultur beschäftigen werden. Und dieser Verein ist aber etwas anderes als diese 26 Konsortien, die es inzwischen gibt. Wie gesagt, von den Fachcommunities organisiert und jeweils für 5 Jahre gefördert. Die gruppieren sich grob in diese 4 Themen plus die Basisdienste, die wir hier aufgelistet haben, nämlich die Geist- und Sozialwissenschaften, Ingenieurswissenschaften, Lebenswissenschaften und Naturwissenschaften. Und Sie sehen schon, dass unsere Fach- und unsere Disziplinen da ein relativ kleiner Teil von diesem großen Kuchen NFDI und Konsortien sind. Und damit würde ich gerne zur nächsten Folie kommen, nämlich was ist eigentlich NFDI for Memory? Und For Memory ist einer des Konsortien, die in der letzten Runde bewilligt worden sind und hat seine Arbeit im letzten Jahr aufgenommen, im März 2023, und ist eines von nur 4 geisteswissenschaftlichen Konsortien, ist aber mit Abstand das größte aller Konsortien, vereint über 90 Institutionen, was natürlich an die Frage des kollaborativen Arbeitens, des Koordinierens der Arbeit gewisse Ansprüche stellt. Und wir haben hier aufgelistet die beteiligten Institutionen. Und für uns heute die TA5 und damit bitte gerne zur nächsten Folie. Ah, Entschuldigung, nee, sorry. Ich würde gerne erst noch den Hintergrund für die NFDI for Memory vorstellen. Entschuldigung. Trotzdem zur nächsten Folie, trotzdem, da habe ich mich verzettelt. Ist da die Bedingung, der Hintergrund dafür, dass NFDI for Memory ins Leben gekommen ist, ist, dass wir glauben, es gibt die spezifischen Herausforderungen einer Datafizierung. Und zwar zum einenseits für die Disziplin, die historische Methoden anwenden, also die Geschichtswissenschaften selber erst einmal und auch alle arbeitenden und praktizierenden HistorikerInnen, egal in welchem Kontext sie angestellt sind. Und auf der anderen Seite die Disziplin, deren Daten auf eine historische Kontextualisierung angewiesen sind. Und behaupteterweise betrifft das dann so gut wie alle Geistes- und Sozialwissenschaften. Da hat die Geschichtswissenschaft natürlich so einen großen Anspruch und sagt, eigentlich arbeiten natürlich alle mit Daten, die der historischen Kontextualisierung bedürfen. Und was meinen wir, wenn wir Datafizierung benutzen? Da ist erstmal hier diese Definition, diese Arbeitsdefinition, die wir hier aufgeführt haben, nämlich zu sagen, das ist ein Prozess der zunehmenden Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten in allen Bereichen der Gesellschaft, gefördert durch die digitale Transformation und die Entwicklung fortgeschrittener Technologien geht. Und dieser Prozess führt dann notwendigerweise zum grundlegenden Wandel in der Generierung, Verarbeitung und Nutzung von Informationen jeglicher Art. Und wobei dann Daten zu einem integralen, zentralen Bestandteil nahezu aller Aspekte menschlichen Lebens und Arbeit werden. Das heißt, es ist viel größer als die Geistes- und Geschichtswissenschaft, hat aber natürlich dann im Spezifischen für die Geschichtswissenschaft massive Auswirkungen und auch Spezifika, über die wir dann sprechen wollen. Und damit kommen wir erst zur Tat der Datenkultur. Das For Memory selber ist organisiert in sogenannte Task Areas oder Aufgabenbereiche. Und eine davon ist die Task Area 5, die jetzt gemeinsam vom Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands und der HU Berlin verantwortet wird und deren Thema die Datenkultur ist.
Die anderen fünf habe ich hier aufgelistet, über die werden wir heute aber nicht im Einzelnen sprechen. Deswegen die Frage, wer ist das eigentlich? Das sind zum einen Thorsten Hildmann, das bin ich, aber das ist auch Claudia Prinz, die ebenfalls hier an der HU angestellt ist. Dann gibt es noch zwei zukünftige Kolleginnen, deren Namen wir noch nicht verraten dürfen, wo wir uns aber freuen, dass sie bald zu uns stoßen werden. Und in Mainz beim VHD sind das Marie von Lüneburg und vor allem Christiane Weber, die unsere Arbeit in den einzelnen Aufgabengebieten hier maßgeblich bestimmen. Und damit kommen wir zu der zentralen Frage, was ist eigentlich Datenkultur? Was meint das? Was meinen wir damit? Und das übergebe ich an Thorsten. Genau, also herzlich willkommen nochmal in der Funktion meinerseits. Genau, was wir jetzt sozusagen ein bisschen näher erläutern wollen, ist erstmal, was wir sagen mit Datenkultur meinen und so, wieder zurück und mit Datafizierung. Was sozusagen überhaupt der Hintergrund dann von unserer Task Area Data Culture ist. Ausgangspunkt ist eben dieser Prozess der Datafizierung, aber wie Sie hier sehen, gehen wir davon aus, dass Datafizierung nicht nur meint, dass wir mit Forschungsdatenmanagement umgehen und eine digitale Forschung haben, ne, beziehungsweise wenn wir überhaupt mit Forschungsdatenmanagement haben und mit Forschungsdaten arbeiten, heißt das Arbeiten ja auch, dass wir damit zugleich sozusagen datafizierte Forschungsprozesse haben. Und wenn wir datafizierte Forschungsprozesse haben, brauchen wir notwendigerweise auch eine entsprechende Datenkultur. Und sagen, diese sagen, Prozess der Datenkultur und der Entstehung und Entwicklung der Datenkultur zu begleiten, ist das, was wir machen sollen und wollen. Aber dafür müssen wir erstmal noch gucken, wie eigentlich die Ausgangslage dafür ist. Und wenn man sich unser Feld in den Geschichtswissenschaften oder in den historisch orientierten Geisteswissenschaften anschaut, dann kann man ein paar Feststellungen machen, beispielsweise, ne, dass sozusagen die Nutzung von Forschungsdaten und von datengetriebenen Methoden in unseren Fächern noch wenig verbreitet ist. Aber auch das Konzept und sagen der Inhalt und das Potenzial von Forschungsdaten selbst, wir sind ja wie gesagt eine nationale Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, auch sagen, was Forschungsdaten eigentlich in unserem Feld sind und wie man sie nutzen kann, auch das ist bislang weitgehend unbekannt. Und auf der anderen Seite gibt es aber eher auch hier und da noch Vorbehalte gegen eine datengetriebene Methoden und der Arbeit mit Forschungsdaten. Und auch so eine gewisse Frontstellung von dem, was sozusagen bisher sagen, als etablierte Methoden funktioniert und der Frage, wie eigentlich das mit den Forschungsdaten zusammengehen kann. Und vielleicht das Wichtigste noch bei all dem ist, dass wir sagen, auch das, was wir jetzt projizieren oder sagen, Ihnen präsentieren und wie wir sagen, uns mit der Datenkultur und der Gestaltung der Entwicklung vorstellen, dass es ja nicht in einem luftleeren Raum ist, sondern es immer sagen, in einer sich stetig verändernden technischen, kulturellen Kontext passiert, der auch immer wieder ganz neue Anforderungen stellt. Ne? Also nicht zuletzt im letzten Jahr, sagen, mit einem ganz neuen Schritt hin sozusagen von Zeitalter Digitalität zu einem KI-Zeitalter mit sozusagen großen Entwicklungssprüngen, die uns aber auch herausfordern, auch als Fach herausfordern, damit umzugehen und die auch sagen, nicht nur unseren Arbeitsweise beeinflussen, sondern auch unseren Gegenstand beeinflussen. Ja, und all das müssen wir sozusagen mitdenken. Und deswegen sagen, ist die Ziel oder das, wo wir gern hin möchten und was wir gern tun möchten als Task Area Data Culture, den Aufbau einer robusten und nachhaltigen, innovativen und kritisch reflektierenden Datenkultur in den historischen arbeitenden Fächern zu fördern und mitzugestalten. Ja, also das ist nachhaltig, innovativ und kritisch reflektieren sind dabei wirklich sagen wichtige Begriffe für uns. Und was daraus folgen soll und was wir damit erreichen möchten, ist, dass die Arbeit mit Forschungsdaten und die Arbeit mit Forschungsdaten eine größere Akzeptanz erfährt und in diesem Wandel, der notwendig ist, also nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist in dem sich verändernden Umfeld, dass wir den tatsächlich sagen auch entsprechend gestalten können. Genau. Und jetzt haben wir ganz viel Datenkultur gesagt. Und die Frage ist, was meinen wir denn eigentlich mit der Datenkultur? Und da haben wir, wie Sie vielleicht wissen, zwei verschiedene Begriffe davon, was wir mit Datenkultur meinen. Wir haben einerseits den Begriff im weiteren Sinne, nämlich den Begriff sagen von Datenkultur als einer Fachkultur, in der Forschungsdaten und datengetriebene Methoden ein integraler Bestandteil sind. Ja, und dass es nicht nur irgendwie so eine nette Sache ist, die man noch dabei machen kann und aber sonst sagen, dass der Prozess so weiterläuft wie immer oder sagen, die Forschungslandschaft sich nicht weiter verändert, sondern dass tatsächlich sagen, Daten
Und wie wir das am Anfang hatten mit Datafizierung, diesen Prozess begleiten und tatsächlich sagen, ein Forschungsfeld haben, in dem Daten eine zentrale oder eine Forschungskultur, eine Fachkultur haben, in denen Daten eine zentrale Rolle spielen. Und dafür braucht es ein Verständnis für die theoretischen und epistemologischen Grundlagen von diesem Wandel und dieser Entwicklung. Und was es eigentlich heißt, wenn sich sagen, so ein Feld wie die Geschichtswissenschaften sagen, im Kontext der Datafizierung verändern und was das für, sagen, für die Folgen oder welche Folgen das zeigt. Und das sagen, gemeinsam zu diskutieren. Und es gibt einen Begriff im engeren Sinne, ne, was sozusagen die gelebte alltägliche Datenkultur ist oder sagen, die gelebte alltägliche Praxis und die verschiedenen Verantwortlichkeiten, die dann damit einhergehen. Weil sie sich ja sagen, unser Umfeld und die Art und Weise zu arbeiten durch den Gebrauch von Forschungsdaten und datengetriebenen Methoden verändert. Und das braucht Orientierung, das braucht Guidelines, das braucht Unterstützung. Genau. Und deswegen möchten wir Ihnen jetzt eigentlich nicht sozusagen aufzählen, was wir für einzelne Measures und einzelne Tasks dann geplant haben, sondern wir wollen was ganz anderes machen oder es ein bisschen anders angehen. Und zwar mit einem ganz praktischen Beispiel. Till. Wunderbar. Und damit würde ich dich bitten, auch noch gleich zur nächsten Folie zu wechseln. Genau, weil wir das nämlich an einem konkreten Beispiel einer Forschungsfrage und des Forschungsprojektes und des Forschungsprozesses machen wollen, um zu zeigen, wie verzahnen wir eigentlich diese Datenkultur im inneren Sinne, diese alltäglichen Praktiken mit den größeren epistemologischen, ontologischen Fragen. Was heißt das für das Fach? Was müssen wir für Verständnis schaffen? Welche Arten von kollaborativen Zusammenhängen müssen wir denken? Und wie verändert sich genuin Geschichtswissenschaft? Das Beispiel, was wir gewählt haben dafür, ist aus dem Feld der Forschung zum Nationalsozialismus und deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und ich würde dich bitten, die nächste Folie, Dankeschön, zu machen. Und zwar eine klassische quellenkritische Frage zu stellen. Wer hat die 1923 als Teil des unter dem Namen Adolf Viktor von Körber herausgebenden Bandes Adolf Hitler, sein Leben und seine Reden veröffentlichte Kurzbiografie Hitlers geschrieben? Wer hat das gemacht? Das ist eine ganz klassische Frage, da machen wir keinen neuen Anspruch an irgendwie funky Methoden, funky neue Datensätze, funky neues Ding, sondern eine ganz klassische hergebrachte Frage. Und der Hintergrund ist, dass der Band eine herausgehobene Rolle für die Erforschung der Frühphase des Nationalsozialismus und des Aufstiegs von Hitler innerhalb dieser Bewegung spielt. Kontext ist, dass 1923 in München der sogenannte Hitler-Putsch im November stattfindet und scheitert, mit der Folge, relativ milden Folge für Adolf Hitler, der Festungshaft, in deren Kontext dann das Buch Mein Kampf entsteht. Und der Band, um den es hier geht, der erscheint unmittelbar vorher im Oktober. Und durch den Putsch und den anschließenden Prozess erfährt er eine große Aufmerksamkeit und reges Interesse und wird quasi Begleitlektüre zu diesem Prozess. Erscheint in vielen 10.000 Exemplaren, es gibt den Versuch des Verbotes etc. Und ganz zentral ist aber, dass der nicht erscheint aus dieser völkisch-nationalsozialistischen Position heraus, sondern von national-konservativer Seite publiziert und lanciert wird. Und da sich dann natürlich auch zentral die Frage stellt, inwiefern sind die Nationalkonservativen, zu denen dieser Körber gehört, die eigentlichen Autoren oder inwiefern ist das sozusagen nationalsozialistische Masterminds, die da eigentlich den Text geschrieben haben, der dann nur unter diesem Namen veröffentlicht wird. Und das ist wieder aktuell geworden dann im Kontext der 2010er Jahre, nämlich dass ein Historiker aus Schottland erstmal Thesen vorgestellt hat, gesagt, ich habe hier neue Quellen gefunden in südafrikanischen Archiven, die belegen, dass Hitler seine eigene Kurzbiografie in diesem Werk verfasst hat. Das hat sehr reges Medienecho hervorgerufen. Sie sehen das hier auf diesen kleinen Screenshots, den wir da vorbereitet haben. Es ist in der Welt dann unter anderem berichtet worden. Und die Thesen sind natürlich direkt am Ende als historischer Fakt berichtet worden. Und gab notwendigerweise auch andere oder gibt andere Positionen aus Teilen der Geschichtswissenschaft, die sich da äußerst kritisch zugeäußert haben, von Seiten der Herausgeberin der kritischen Edition von Mein Kampf zum Beispiel, aber auch dann in einem quasi quellenkritischen Kritik an der Quellenkritik dieser Thesen, die von Winfried Meyer, ein Berliner Historiker, publiziert worden ist, der sagt, diese Aussagen Körbers, die in den südafrikanischen Archiven gefunden sind zur Autorenschaft Hitlers, müssen im Kontext des Versuches der Entnazifizierung gelesen werden und seines eigenen Versuches, sich davon zu distanzieren, was da in den frühen 20er Jahren passiert.
Und er wirft da unter anderem auch vor, dass es eine selektive Quellenauswahl gegeben hat und macht eine qualitative stilistische Analyse, indem er sagt, hier gewisse Motive in diesem Text finden sich auch in anderen Texten Körbers. Und weist die Autorenschaft Hitlers zurück. Das ist sozusagen der Hintergrund, der Kontext für das, was wir jetzt im Folgenden zur Frage Datenkultur uns angucken in der TH5. Und damit würde ich dich bitten, Thorsten, zur nächsten Folie zu gehen. Danke. Und zwar, der erste Punkt ist zu fragen, wie können wir denn diese Frage beantworten? Mit welchen Methoden, mit welchen Werkzeugen, die uns zu je zur Verfügung stellen, können wir diese Frage adäquat untersuchen? Und in dem Rahmen gibt es, hat die TH5 ein sogenanntes Methodenlabor, das heißt Methods Innovation Lab. Da geht es eigentlich darum, Methoden für die zeitgemäße und zeitgenössische Geschichtswissenschaft zu evaluieren, analysieren und auch vorzustellen. Und dazu bräuchte ich einmal die nächste Folie, da wird das noch einmal zusammengefasst. Und ein wichtiger Punkt ist, dass es hier nicht darum geht, experimentell sozusagen an der Cutting Edge der Methodenentwicklung zu arbeiten, sondern anzuschauen, was gibt es für Methoden in diesem breiten Feld der computationellen Methoden? Was haben die für Implikationen, wenn wir die anwenden für die geschichtswissenschaftliche Fragestellung? Welche Arten von Voraussetzungen an Infrastrukturen, Kenntnissen etc. benötigen diese Methoden? Und angewendet, wir haben ja mal aufgelistet, auch was die konkreten Aufgaben sind, dann dieser Meshes, die werden wir aber im Einzelnen nicht durchsprechen. Wir haben die hier bloß aufgelistet, sondern ich würde gerne zur nächsten Folie gehen und zu unserem Praxisbeispiel, nämlich was heißt da diese Methoden- und Werkzeugkritik eigentlich für unser konkretes Beispiel der Autorenschaftsbestimmung? Nämlich zuerst einmal zu fragen, welche computationellen Methoden gibt es eigentlich, um diese Fragestellung auf der Grundlage digitaler Datenkorpora zu untersuchen? Die Frage, was müssen wir bei der Auswahl dieser Methoden beachten? Was haben die für eine Auswirkung auf unseren Anwendungsfall? Was machen die Voraussetzungen? Inwiefern müssen digitale Corpora und in welcher Form vorliegen? Und natürlich auf der ganz praktischen Frage, haben wir Zugang zu den komputationellen notwendigen Ressourcen in Form von Rechenzeiten, aber letztendlich auch in Form von Kenntnissen, von Programmiersprachen, Softwareimplementation etc. Und da ist eine Fülle von Entscheidungen, die je getroffen werden müssen und die immer alle auch Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Und das würden wir genau gerne an dieser stilometrischen Autorenschaftsbestimmung exemplifizieren und zu sagen, dass eine der Möglichkeiten, die da existieren, die vor allen Dingen in den Literaturwissenschaften eine gewisse Konjunktur hat, Sie kennen ja die Beispiele von Frau Rowling und ihrer Autorenschaft oder Elena Ferrante etc., das sind so Standardbeispiele. Und das zentrale, jedenfalls, Argument innerhalb der stilometrischen Autorenschaftsbedingungen ist, dass man Texte miteinander vergleicht und Ähnlichkeitsmaße feststellt. Und sagt, das wichtigste Kriterium für die Autorinnenschaft ist der Gebrauch sogenannter kleiner Funktionswörter. Das ist das, was Autorinnen am allerwenigsten beeinflussen können. Und wenn wir das sozusagen, also Präpositionen etc., wenn wir das zählen und vergleichen können, dann haben wir ein sehr, sehr gutes Maß für Autorinnenschaft. Und technisch heißt das dann Most Frequent Features. Das sind die Dinge, die am häufigsten in einem Text vorkommen. Anders als dieser intuitive Moment, zu sagen, wir gucken uns die seltensten Sachen an. Das, was auch der Winfried Meyer in seiner Analyse dieses Textes von Hitler gemacht hat, gesagt, das ist das ganz Spezielle für diese Texte, was mir sofort ins Auge sticht. Das Argument hinter der komputationellen stilistischen Autorenschaftsbestimmung zu sagen, was sind die ganz häufigen? Was sind die Sachen, die nicht auffällig sind, sondern die sozusagen unter dem Radar der Lesenden durchscheinen und deswegen von den Autorinnen nicht aktiv gesteuert werden. Da gibt es eine ganze Reihe zu bedenken. Eine ganz wichtige Sache, wie gesagt, ist ein Vergleichsmaß. Es ist darauf angewiesen, dass wir ein relativ großes Korpus brauchen. Das Korpus selber bedarf natürlich der historischen Expertise für die Erstellung. Wer kommt überhaupt in Frage? Haben wir von diesen Autoren gesicherte Texte, damit das überhaupt verglichen werden kann? Sind die lang genug, weil das Signal hängt davon ab, dass die Texte eine Mindestlänge haben. Und dann müssen wir da einzelne Schritte des Forschungsprozesses machen, die wir hier aufgelistet haben. Ich werde die nicht alle im Einzelnen nennen, aber ein wichtiger Punkt ist natürlich das Pre-Processing und dass das relativ schmal ist, was die meisten von uns erfreuen wird, die damit Erfahrungen haben, ist, wir brauchen eigentlich nur eine orthografische Normalisierung. Und aber keine, nicht unbedingt eine Lemmatisierung, auch keine Entfernung von Stopworten. Hintergrund ist ja, dass wir die Most Frequent Features angucken wollen. Und der nächste Schritt ist dann die Feature Extraction. Auch da müssen wir wieder wählen. Nehmen wir
Buchstabenfolgen, nehmen wir Worte, nehmen wir N-Grams, wie lang sind die? All das hat Auswirkungen auf am Ende das Signal und auch die Computing Power, die am Ende da reingesteckt werden muss. Dann das zentrale Punkt der Analyse ist, dass wir die Features zählen. Das ist eigentlich relativ simpel, aber da spielt die Frage von Sampling im Raum. Dass wenn wir Texte verschiedener Länge haben, wie das jetzt in unserem Beispiel der Fall ist, der Text der Biografie ist relativ kurz, die Vergleichstexte sind relativ lang, dann liegt es zum Beispiel nahe, das zu samplen, dass wir gleich lange Samples haben, die wir da vergleichen können. Auch da natürlich die Frage, machen wir Random Samples oder nicht? All das muss geklärt werden. Und am Ende gibt es verschiedene Arten der statistischen Analyse, diese Multivariantenstatistik und das Vergleich dieser hochdimensionalen Räume erfordert eine Art von Reduzierung auf wenige Merkmale. Und auch da gibt es verschiedene Distanzmaße, verschiedene Arten der Analyse, die alle sich wieder auswirken. Sie sehen hier rechts auf dem Plot der Principal Component Analysis, die diesen mehrdimensionalen Raum all dieser verschiedenen Frequenzen der häufigsten Worte in dem Fall versucht, auf zwei Dimensionen zu reduzieren, nämlich für die Unterschiede maßgeblichsten. Und dann Texte in diesem Raum. Dann die Analyse und Interpretation erfordert dann, dass wir mit der Position der Texte in diesem Raum etwas anfangen können. Und damit würde ich, glaube ich, zur nächsten Folie gehen. Und zwar, wenn wir das alles gemacht haben, spielt die erste Frage natürlich, wie publizieren wir das? All diese Entscheidungen, all diese Ergebnisse, all diese Datensätze. Und bitte gleich die nächste Folie. Nämlich zu sagen, es gibt diese Measure 4 im Rahmen des NFD, der Task Area, die sagt, Datafizierung verändert notwendigerweise unsere Publikationskultur. Wie publizieren wir das? Aber auch die Frage, wie soll das bewertet werden, was wir dort machen? Und zwar auf der Ebene der Datensätze, genauso wie auf Ebene des Codes, des historischen Narrativs, etc. Sodass wir uns zentralen Fragen des Publikations- und Begutachtungswesens widmen müssen, wie momentan der Stand der Dinge ist und wie es gestaltet werden soll. Und damit bitte zur nächsten Folie. Genau. Die erste Frage habe ich ja schon angerissen, nämlich zu sagen, wie können wir diese zentralen Momente historischer Publikation, also ein historisches Narrativ, eine Fragestellung, dann die zugrunde liegenden neue Datensätze, die methodologische Diskussion darum, warum haben wir jetzt verschiedene Parameter bei der stilometrischen Analyse angewandt, der Code, den wir benutzt haben, die konkrete Implementation, sei es in Python, sei es in R, sei es in irgendeiner anderen Form, und am Ende aber auch die visuelle Präsentation, die irgendwie notwendig ist, um diese multidimensionalen Räume verstehen zu können oder zumindest interpretativ erklären zu können und dem Publikum nahezubringen. Wie können wir die verbinden und wie lassen sie sich offen und transparent publizieren? Und da ist sofort die Frage, welches Level von Transparenz und Reproduzierbarkeit soll eigentlich erreicht werden? Wo machen wir da einen Schnitt? Wo hören wir auf? Wie lauffähig soll das sein? Ne? Sie kennen das alle. Gut gestartete Ansätze für neue Publikationsformen und dann funktioniert so eine Webseite, auf der das notwendigerweise basiert, nicht mehr. Gerade was Fragen von Interaktivität und Reproduzierbarkeit der Code-Samples angeht. Wie lange muss das vorgehalten werden? Welche Institutionen sollen dies leisten? Auch da zu gucken, gibt es einen Unterschied zwischen dem, was wir als Forschende und Institutionen gerne bereitstellen wollen, auch um zu zeigen, hier, das ist unsere Arbeit. Und dafür wollen wir auch Reputationsgewinn erlangen für all diese kleinen Beiträge, die die Einzelnen dann in diesem kollaborativen Prozess leisten. Und was sind eigentlich die Bedürfnisse der Nutzenden? Diejenigen, die das lesen, und sind die heute anders als gelagert, als vielleicht antizipierbarerweise in 10 Jahren? Wie können wir dem Rechnung tragen, dass sich Inhalte auch verändern, dass sich konkrete Implementationen ändern? Müssen das Living Document sein? Und das bringt uns zu der Frage, wie steht es eigentlich mit der Begutachtung und dem berühmten Peer Review all dieser Dinge? Und in welcher Form soll diese Begutachtung eigentlich stattfinden? Und welcher Aspekt soll vor allen Dingen begutachtet werden? Für uns ja, irgendwie, Thorsten hat das vorhin angesprochen, diese Frage hin zu einem, wie er es genannt hat, KI-Zeitalter, was mit annehmbar einer großen Menge auch von synthetischen Quellen kommen wird, später die Frage nach der Echtheit, Plausibilität einer Quelle. Und wie können wir das computationell potenziell begutachten? Wie können wir darüber Aussagen treffen? Wie lässt sich das darstellen? Deren eine zentrale Rolle spielen. Auch eine, die jetzt ja schon irgendwie extrem angespannte Review- und Begutachtungstätigkeit, da sie ja im Fach so wenig vielleicht auch Anerkennung erfährt, doch mal vor ganz neue Herausforderungen stellen werden. Wie können wir das machen? Wie soll das stattfinden?
Teil davon ist, dass es dann ganz konkret auch eine Beispielimplementation zum Beispiel auf Clio Online geben soll, wo wir unsere Vorschläge, unsere gemeinsam als Community zu diesem Thema umsetzen wollen. Im Zusammenspiel dann mit Haselskult als Videoplattform. Und damit bitte zur nächsten. Danke. Weil natürlich offensichtlich ist, gerade wenn wir so ein Beispiel haben, wie wir das jetzt gerade haben, dass da zentrale ethische und juristische Fragen irgendwie auch im Vordergrund stehen, schon allein bei der Publikation. Und damit bitte auch zur nächsten Folge, nämlich zu sagen, über diese ethischen, rechtlichen Implikationen dieses datafizierten Forschungsprozesses muss gesprochen werden. Es gibt Materialien, die ich nicht benutzen darf oder die einer spezifischen Lizenzierung unterliegen, genauso wie zum Beispiel ethische Verpflichtungen der Möglichkeit des Veröffentlichens. Und wenn wir da für die konkreten Fragen zur nächsten Folge direkt springen, dann teilt sich das so ein bisschen in Fragen von, zunächst erstmal verkürzend, Fragen von dürfen und können. Auf der juristischen Seite erstmal zu fragen, darf ich dieses urheberrechtlich geschützte Material benutzen? Potenziell urheberrechtlich geschützt? Wir kennen uns ja alle an Diskussionen über diese kritische Edition oder die Notwendigkeit vielleicht für die kritische Edition von Mein Kampf, dadurch das Auslaufen des Urheberrechts und Verwertungsrechts auf Hitlers Mein Kampf durch den Freistaat Bayern irgendwie erinnern. Aber Frage, darf ich das benutzen? Darf ich das weiterverarbeiten? In welcher Form? Und wenn wir uns da das konkrete Beispiel angucken, sind wir zum Glück auf einer guten Seite, weil für die Stilometrie, Sie erinnern sich, geht es um Noise Frequent Features. Da geht es nicht um die Reihenfolge und den kontextuellen Zusammenhang dieser Features. Das heißt, wir können mit Bags of Words arbeiten. Wir können aber auch für stilometrische Analyse zum Beispiel von Verlagen urheberrechtlich geschütztes Material in dieser Form bekommen, als ein dann sogenanntes Derived Data Format zum Beispiel. Das beantwortet auch ein bisschen die Frage jetzt für den konkreten Fall, was davon darf ich überhaupt veröffentlichen? Darf ich diesen urheberrechtlich geschützten Text als meinen Forschungsdatengrundsatz, den ich im Sinne der Reproduzierbarkeit und Transparenz ja veröffentlichen möchte, darf ich den überhaupt veröffentlichen? Und in welcher Form? In dieser Bag of Words würde uns in dem Fall da natürlich dieser Frage entheben. Auf der anderen Seite aber folgt da sofort eine ethische Frage. Die ist auch gar nicht spezifisch erstmal unmittelbar ausschließlich für diese datafizierten und digitalen Kontexte, wird dadurch aber wesentlich drängender, weil die Medialität der Digitalität ja innewohnt, dass der Text, wenn oder die Datensätze, wenn einmal publiziert, ihrer technisch kaum mehr Herr zu werden ist. Ich kann die mit Lizenzen versehen, klar. Ich kann auch sagen, ich lebe in einer Jurisdiktion, wo ich versuche, das durchzusetzen. Aber technisch kann ich diesen datafizierten Corpora, kann ich die natürlich weiterverarbeiten. Und wenn ich die irgendwo veröffentliche, stehen die auch zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Die Frage, kann ich es vertreten, Texte oder Teile von Texten mit nationalsozialistischen Inhalten zu verarbeiten und sichtbar zu machen? Was davon sollte im Sinne der Transparenz und Reproduzierbarkeit am Ende als Forschungsdaten publiziert werden? Die Frage, wie lässt sich, ich habe die schon angerissen, wie lässt sich die Dekontextualisierung von Datensätzen verhindern? Again, jenseits von Lizenzen fällt uns da vielleicht nicht viel ein und wir alle haben wahrscheinlich selber schon, wenn wir uns an die Nase fassen, wird aufgezeichnet, aber ich sage das trotzdem, natürlich haben wir alle schon Lizenzbedingungen verletzt. Und es ist nicht anzunehmen, dass unsere Kolleginnen und NachfolgerInnen da sich irgendwie besser verhalten werden. Und schließlich aber vielleicht die letzte und auch eine wichtige Frage, inwiefern ist der Ressourceneinsatz, den wir betreiben bei diesen computationellen Methoden, für die je konkrete Forschungsfrage vertretbar? Womit die Frage aufsteht, sollte die Frage computationell bearbeitet werden und müssen wir da zum Beispiel riesige Cluster anschwingen, um zum Beispiel mit allen Parameter-Settings, die möglich sind, die wir vorhin vorgestellt haben, zur Stilometrie, alle mit allen mal zu kombinieren und rauszukriegen, was ist das Sinnvollste ist. Ist das eine gute Idee oder sollten wir vielleicht sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umgehen? All das sind Fragen, für die wir Diskussionen, Guidelines, Handreichungen etc. brauchen. Und damit würde ich gerne an Thorsten weitergeben. Genau, weil was wir bisher erstmal noch so beschrieben haben, vor allen Dingen sozusagen im Hinblick auf Publikationswesen und rechtliche und ethische Fragen, sind erstmal diese Fragen, die sich stellen, wenn man ganz konkret an dem Projekt arbeitet und an der praktischen Arbeit. Und wir haben aber gesagt, dass wir sagen, neben diesen
engeren Begriff der Datenkultur, sagen in der alltägliche Praxis, auch diese weiteren Begriff der Datenkultur, nämlich zu sagen, also eine spezifische Fachkultur, einen Wandel dieser Fachkultur im Blick haben, den wir, wie gesagt, begleiten und sagen, mit erläutern, verstehen, begleiten, füttern wollen. Weil Datafizierung ja nicht nur meint, dass man Technologien anwendet, sondern dass aus diesen Anwendungen der Technologien oder neue Technologien sich auch sagen, tiefgreifende epistemologische und soziale Konsequenzen ergeben für diese jeweilige Fachkultur. Und um tatsächlich sozusagen diesen Prozess gestalten zu können, müssen wir erstmal verstehen, wie er abläuft, was passiert, was sind eigentlich die konkreten Konsequenzen. Was heißt das eigentlich, wenn wir solche Methoden, wenn wir solche datengetriebene Methoden anwenden? Und was macht das mit unserem Fach, mit unserem Gegenstand, mit dem, was wir historisch wissen können, aber auch wie wir überhaupt den Weg, wie wir zu historischem Wissen kommen? Und das ist das, womit sich die Measure 1 dann beschäftigen soll, um sagen, diese verschiedenen Elemente, die wir gerade gesehen haben, nochmal zusammenzufassen und zu reflektieren, was meint das jetzt für unser Fach konkret? Und um das wieder runterzubrechen an das oder an das Beispiel, das wir eben hatten, sagen einige der Fragen, die man auf dieser Grundlage dann nochmal und am Beispiel des Projektes stellen kann. Das erste ist die Frage nach dem epistemologischen Wandel und nach methodologischen Veränderungen. Weil ich glaube zumindest, dass deutlich wird, dass das Verfahren, diese Methode einen Mehrwert bringt. Ne, auf Grundlage der Datafizierung hat man eine neue Methode, die setzen wir ein und kommen zu dem Ergebnis, und jetzt löse ich das kurz noch auf, ne, dass es natürlich von Körber geschrieben hat und nicht Adolf Hitler selbst. Der Unterschied ist aber zu den bisherigen Methoden, dass wir nicht sozusagen noch eine weitere sagen, Kontextualisierung von Quellen sagen, gemacht haben und dass wir, wo wir nochmal auf weitere Quellen angewiesen sind, die zu finden, die einordnen zu können, die aber in dem Falle tatsächlich auch da sind, um nochmal vielleicht noch weitere, das waren noch weitere Briefe, wo man nachvollziehen kann, wie Körber das ein bisschen orchestriert hat, dass auch andere gesagt haben, nee, nee, der arme Mensch musste das von Hitler dann da reinbringen. Aber das ist sozusagen immer angewiesen auf externe Quellen. Und was wir mit dieser Methode machen können, ist nochmal sozusagen an textimmanente Features, textimmanente Eigenschaften, Informationen zu arbeiten. Also wir brauchen in dem Falle nicht nochmal jenseits sozusagen von dem Korpus, den wir erstellen zum Vergleich, aber wir brauchen sozusagen nicht weitere Quellen aus der Überlieferung, sonst wir gucken viel tiefer nochmal in die Quelle selbst hinein. Die durch die Datifizierung können wir sagen, die Information nochmal anders bereitstellt. Ja, der epistemologische Unterschied hier ist, dass wir, wie gesagt, nicht nur den Text an sich lesen, sondern dass durch die Datafizierung die Informationen, die in dem Text sind, nochmal auf einer unterliegenden, genaueren Ebene vorhanden sind und durch dann komputationelle Verfahren zugänglich sind. Und damit können wir sozusagen diese Informationen nochmal neu und in einer anderen Perspektive verarbeiten und damit noch weiteres neues Wissen schaffen, was wir sagen, auf der eigentlichen sagen Ebene, sagen, wenn wir nur den Text als Text lesen, in dem Falle nicht ansteuern können. Na, und da kann man schon sagen, drüber diskutieren und fragen, na, wie verändert dann sozusagen die Datafizierung unseren Zugang zu Informationen und unseren Begriff, unsere Vorstellung von den Informationen, die in den Quellen eigentlich enthalten sind? Und können wir dann sozusagen noch genauer, noch granularer vielleicht sagen und andere neue Features, neue Informationen auslesen. Und das ist natürlich dann wiederum die Frage, wie verändert das dann auch unseren Wissens, sagen Produktionsprozess oder ne, unsere Hermeneutik, die ja dadurch durch diese datafizierten Ansätze noch mehr erweitert wird. Ja, man kann sowas auch wie eine Datenhermeneutik und sowas dazu nehmen. Und solche Ansätze, wie wir die gerade gezeigt haben, sind ja nichts anderes als eigentlich hermeneutische Instrumente, die unseren sagen hermeneutischen Prozess erweitern, um sagen weitere Teile und verändern. Und wir müssen uns dann halt fragen, ne, wie verändert sich dann insgesamt dieser Wissensbildungsprozess und wie ist das mit der Interpretierbarkeit der so sagen bereitgestellten und verarbeiteten Informationen? Und wir können uns natürlich auch fragen, können wir diese Methoden, wenn wir ein bisschen weiter gucken, vielleicht auch beispielsweise nach oben skalieren? Explorativ, weil was wir in diesem Projekt erstmal noch gemacht hatten, ist die Überprüfung einer Hypothese.
Na, das ist sozusagen eine Möglichkeit, mit digitalen Verfahren zu arbeiten. Das andere ist, explorativ zu arbeiten. Und wir haben sozusagen Feature Maps sozusagen für die verschiedenen Autoren und könnten dann noch viele weitere Texte gegebenenfalls hinzunehmen, genauso vorverarbeiten und dann gucken, ob wir weitere Autorensignale an ungewohnten oder gewohnten Stellen finden. Ja, und das ist dann die Konsequenz sozusagen von der Algorithmizität, dass wir dann das gleiche Verfahren immer wieder anwenden können und auch eine viel größere Menge nochmal von Daten übertragen können. Und das heißt aber, dass wir auf der einen Seite sozusagen ein verändertes Verfahren, einen veränderten Zugang zu den Quellen haben, der aber trotzdem in unserem Prozess der geschichtswissenschaftlichen Wissensproduktion eingebaut werden müssen, weil wir müssen ja immer nachfragen, was wollen wir eigentlich? Ne? Und wir wollen sozusagen hin zur Narration, wir wollen die Dinge zusammen verbinden und Erklärungen finden. Und wie können wir sagen, diese Methoden wiederum sagen, mit unserem Verständnis von Geschichtswissenschaft und von dem, was Geschichtswissenschaften soll, verbinden. Und methodisch heißt das aber auch, inwieweit durch die Datafizierung unsere Quellenkritik erweitert werden kann oder muss hin zu einer komputationellen Quellenkritik, wo wir eben auf diese tiefer liegende Informationsschicht und Informationsebene in den Daten nochmal zugreifen können, um vielleicht zu sagen, auch die Fragen oder Fragen der Quellenkritik noch zu erweitern und weiter voranzutreiben. Ein weiteres Thema in der Mesche 1 oder in Diskussionen inhaltlich in sagen, wenn es um diesen weiteren Begriff der Datenkultur geht, ist auch der Wandel der Wissensordnung. Also wie verändert Datafizierung die Wissensordnung und die sagen, die Art, was wir wissen, wie wir wissen in unserem Fach. Und da kann man festhalten, dass durch diesen datafizierten Zugang oder Ansatz sehr, sehr viel Wissen eben nicht nur in Text abgelegt ist, sondern ganz viel Wissen auch sagen, als Entscheidung und damit potenziell auch als Fehler in den Algorithmen sich wiederfindet und formalisiert ist, in den Modellen, die wir erstellen, in den Corpora, die wir zusammengestellt haben. Aber dass es damit sozusagen in diesen ganz unterschiedlichen Formen nochmal sagen, festgeschrieben ist. Und die Frage ist, ob das sagen, vielleicht in einem veränderten Forschungsstand in 5 oder in 10 Jahren wir sagen, mit genau diesen gleichen Modellen, den gleichen Algorithmen und so weiter arbeiten können. Ja, und das heißt aber, dass diese Ebene, die Basis, wo unser Wissen festgeschrieben ist oder sagen abgelegt ist, sich auf ganz viele verschiedene Modalitäten nochmal erweitert und dass wir das immer mitdenken müssen. Das heißt auch, dass aber gleichzeitig der Weg, wie wir zu unserem Wissen kommen, transparenter und nachvollziehbarer abgelegt wird. Aber ich sage das auch sozusagen mit Absicht als eine Steigerungsform und nicht sagen als final, weil wir auch wissen, dass sozusagen diese Vorstellung, dass es damit nachvollziehbar und transparent ist, sagen kritisch hinterfragt werden muss. Ne, inwieweit kann man tatsächlich so nachvollziehen, wie der Algorithmus entstanden ist oder wie sagen das Ergebnis jetzt von dieser Studie entstanden ist? Aber wir haben, sagen, wenn es um Fachkultur geht, die Möglichkeit, auch Replikationsstudien dann zu machen, weil jemand anderes kann die gleichen Daten nehmen, die wir dann veröffentlicht haben oder auch nicht oder in einer bestimmten Form veröffentlicht haben und sagen, nochmal mit anderen Methoden das Gleiche überprüfen. Das heißt aber, damit bitte verändert sich auch nochmal, sagen, der Prozess, sagen, von Wissensproduktion. Die Forschungsleistungen verändern sich aber auch damit. Sagen in unserer, sagen, wenn wir das als Fachkultur sehen und überlegen, was zu sagen ist eigentlich das, was das Output ist, was wir also in unserem Fach wissenschaftlich hervorbringen, dann ist es jetzt immer noch Text, aber nicht nur Text, sondern es eben auch Daten, Forschungsdaten, aber auch Code und beispielsweise Visualisierung. Und das stellt wiederum veränderte Anforderungen an unsere Infrastruktur und die verschiedenen Publikationswege, wie wir das schon besprochen haben. Und wenn wir dann auf die Menschen schauen, auf die Personen schauen, die das machen, dann heißt das aber auch, dass wir wiederum für die Historiker und Historiker, für unsere Forschende andere veränderte Kompetenzprofile brauchen, dass sie einerseits sozusagen solche komputationellen Fähigkeiten haben und gleichzeitig aber auch immer noch sehr deutlich eben diese genuinen historischen Forschungsleistungen sagen, leisten müssen. Weil auch in diesen ganzen Prozessen, wie man das auch an diesem Projekt sieht, das braucht immer wieder Sachen, auch den Input und das Wissen und die Kenntnis um die Domäne, um die Zeit. Ne? Wen kann ich eigentlich den Vergleichskorpus nehmen? Wie kann ich die Dinge interpretieren? Die Ergebnisse? Wie kann ich sagen, muss ich die Texte verstehen, um sie angemessen vorbereiten und analysieren zu können? Das heißt aber auch, dass wir dann veränderte Qualifikationsformate brauchen und Reputationswege, weil diese verschiedenen Kompetenzen auch Anerkennung brauchen. Ne? Und wenn es um Qualifikationsformate geht,
dann stellt sich genauso die Frage, wie kann ich das, was wir sagen, jetzt gerade skizziert hatten, vielleicht auch im Rahmen einer Dissertation machen. Und dann kann ich natürlich diese Methode ausführen und dann mache ich Sachen weiter und dann habe ich irgendwann nach 5 Jahren ein Buch, kann ich das eigentlich sagen, reicht das dann, diese Methoden anzuwenden und dann einfach sozusagen als ein Buch mit einem Volltext zu publizieren? Ist nach 5 Jahren die Methode überhaupt noch sozusagen aktuell? Gibt es nicht vielleicht ganz andere Methoden? Und sollte man sozusagen auch für den Forschungsdiskurs, den ich viel aktueller halten und solche Ergebnisse schon viel früher publizieren können, auch sagen als Promovierender oder Promovierende, um sagen an dem Forschungsdiskurs teilnehmen zu können, um von dem profitieren zu können. Das sind sozusagen alles Fragen, die sich dann sagen für die allgemeine Datenkultur stellen und wie dann sagen unser Fach aussieht und wie unser Fach sich gegebenenfalls verändern wird, verändern kann, verändern muss. Und weil das sozusagen dieses Measure 1 vielmehr darum geht, das zu reflektieren, zu verstehen und sozusagen schon in Teil-Communities zu bringen, gibt es noch eine Measure 5. Und jetzt sind wir doch noch mal ganz kurz sozusagen bei dem, was jede Measure macht, die ich ganz kurz noch vorstellen möchte, weil hier geht es darum, sagen Ermöglichungsstrukturen zu bauen für diesen Austausch, für diese sagen Diskussion und sagen für die Publikation von diesen Ergebnissen und für diesen von diesen Experimenten, wofür beispielsweise, um nur eine Sache zu nennen, dann die Clio Guides erweitert werden sollen, zu einer dynamischen, interaktiven Plattform, um zeigen zu können, was man eigentlich mit Forschungsdaten machen kann und Beispiele bringen zu können. Genau, und glaube ich, an der Stelle übergebe ich dann wieder an dich. Ja? Ja, ich glaube, so hatten wir das vereinbart. Auf jeden Sehr Fall. schön. Nämlich, jetzt kommen wir dann nochmal ganz handfest praktisch von diesem Beispiel und dann den größeren epistemologischen Fragen des Kulturwandels hin zu diesen ganz praktischen, was machen die denn jetzt eigentlich? Eine Frage, die wir zumindest glauben, dass sie die alle haben. So, wie sieht das jetzt praktisch aus? Was wollen die von uns? Und da würde ich dich bitten, Thorsten, die nächste Folie zu machen, wo wir versuchen, das so ein ganz kleines bisschen anzureißen, wie wir uns das konkret vorstellen. Nämlich einerseits zu sagen, ganz konkret geht es nicht darum, ex cathedra etwas zu predigen oder vielleicht sogar nur an den berühmten sprichwörtlichen Chor zu predigen, sondern als PraktikerInnen im Feld Dinge vorzumachen, eine sozusagen gelebte Datenkultur zu etablieren und als Beispiel, vielleicht nicht voranzugehen, aber als Beispiel zu agieren und zu zeigen, es geht und es ist machbar und hier liegen die Probleme und das Ganze immer mit der Community, der praktizierenden Historikerinnen, Institutionen, Verbände etc. zusammen. Ganz wichtig ist uns auch, dass wir keinerlei Räder neu erfinden wollen. Das geben die Ressourcen nicht her, auch unsere Interessen nicht, sondern sagen, wir müssen natürlich die bestehenden Dinge und Erfahrungen einbinden, mit den Menschen und da draußen sprechen. Und eine dieser Ansätze, das zu tun, ist natürlich, diese Arbeit hier vorzustellen, in dem konkreten Rahmen, in dem wir gerade sitzen. Und dann darüber hinaus Möglichkeitsräume für den Austausch zu schaffen, wo diese Debatten stattfinden sollen, indem wir Menschen einladen, diese Diskussion zu führen und ihnen auch nicht vorschreiben, wie die zu führen ist und welche Themen da jetzt gerade zu finden sind, sondern die zusammenzubringen und das zu begleiten. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass den Versuch, Entwicklungen zu antizipieren. Das heißt, Historiker natürlich ein bisschen schwierig, so Glaskugel und nach vorne gucken und vorhersagen, machen eigentlich nicht unser Ding, aber natürlich trotzdem den Wandel zu bestmöglich zu antizipieren und zu sagen, egal ob wir wollen oder nicht, it's upon us. Wir müssen uns diesen Dingen stellen und das müssen wir jetzt machen, damit es niemand anders für uns macht. Und wir dann da geworfen sind in die Bedingungen und Infrastrukturen, die zum Beispiel oder sich die Ingenieurswissenschaften uns dann dahinstellen wollen. Das wäre ja vielleicht der schlechtest mögliche Outcome. Und dafür gibt es konkrete Formate, die momentan schon bestehen, die bereits in Planung sind. Einige von Ihnen werden diese Ausschreibung im letzten Jahr gesehen haben für die Incubator Funds. Auch da werden wir Sie dann dazu einladen, sich in diesem Jahr, wenn Sie da spannende Projekte haben, zu bewerben. Es wird die genannten Expertinnengremien geben, das erwähnte Methodenlabor. Es wird Summer Schools geben für PraktikerInnen, vor allen Dingen aus dem Glam-Bereich im weitesten Sinne. Es wird Stipendien, Reisestipendien für NachwuchswissenschaftlerInnen geben, die wir auch dieses Jahr zum ersten Mal ausschreiben werden. Und damit würde ich gerne zur nächsten Folie kommen. Ah, nee, Entschuldigung. Die Details jedenfalls, der Aufruf der Bewerbung zu diesen Stipendien, der kommt dann nochmal in der allerletzten Folie, aber das wollte ich schon mal ankündigen. Das wird stattfinden und
Bewerben Sie sich da, machen Sie mit, tun Sie mit was. Und jetzt aber die nächste Folie, genau, weil natürlich haben wir so einen Antrag nicht nur versprochen, dass wir irgendwie lustige, spannende Formate machen und uns viel treffen und dabei eine gute Zeit haben und die Datenkultur sozusagen leben, sondern dass es auch einen handfesten Output gibt. Und das sind zum einen auf dieser ganz praktischen Seite natürlich Fragen nach Guidelines. Wie kann eine Methoden- und Werkzeugkritik aussehen an dieser Schnittstelle der Datenkultur im engeren und weiteren Sinne, den wir den Kolleginnen an die Hand geben können? Gleichzeitig aber auch diese Fragen zu Publikations- und Review-Fragen prototypisch zu implementieren, ein Angebot zu machen. So kann das aussehen. Wir reden nicht nur darüber, sondern so kann das aussehen. Das ist unser Beispiel, was zum Beispiel auf der Plattform Clio Online passieren wird. Mit dem Methodenlabor wollen wir exemplarische Fallstudien zu dieser Art, wie wir das vielleicht jetzt gerade angerissen haben, vorstellen, angeregt durch Anregungen aus der Community. Again, jemand, die sagt, ich habe eine spannende historische Frage, würde das gerne komputationell beantworten. Gibt es da Möglichkeiten? Wie sehen die aus, dort gemeinsam zu arbeiten und diese Fallstudien entsprechend aufzubereiten? Das führt dann im Großen und Ganzen dazu, dass natürlich zu den größeren Fragen des Wandels Fachaufsätze erscheinen werden, geschrieben werden. Und dass wir aber nicht nur uns an die historische Fachöffentlichkeit wenden wollen, sondern auch an die Öffentlichkeit und an letztendlich die Politik und diejenigen, die Rahmenbedingungen für viele dieser Dinge setzen, die wir hier machen, wo wir glauben, dass es sinnvoll ist, White Papers und Policy Papers zu haben, an Verbände, aber auch an den Gesetzgeber. Und again, wieder gemeinsam mit der Community das zu entwickeln und zu sagen, wie sieht das eigentlich aus? Was ist der Rahmen für eine Geschichtswissenschaft im KI-Zeitalter zum Beispiel? Und gleichzeitig werden wir Handreichungen, Workflows, Best Practices als Ergebnis der Expertinnengruppen zu den ethisch-rechtlichen Grundlagen, was ja viele Kolleginnen haben, die haben irgendwie Angst, das war so eine diffuse Angst, wo ich könnte verfolgt werden, wenn ich irgendetwas mache. Und da brauchen wir handfeste FAQs und Workflows, die sagen, hier gibt es eine juristische Beratung, wende dich dahin, die haben das geklärt, das ist die Ansprechpartnerin, etc. Gleiches gilt für die Begutachtungskultur. Und damit kommen wir zur nunmehro angekündigten Abschluss dieser heutigen Veranstaltung, nämlich zu sagen, wo sind wir und die Bitte und Einladung zur Mitgestaltung. Momentan, das haben Sie gemerkt, sind wir in einer konzeptionellen Phase der Arbeit. Wir bauen funktionale Strukturen auf und Formate. Auch das haben Sie gemerkt, diese ausgegrauten Mitarbeiterinnen ganz am Anfang, die dann hoffentlich bald gar nicht mehr ausgegraut, sondern ganz bunt Mitwirkende sind. Die Strukturen, die ich angesprochen habe, von Formaten, die jetzt umgesetzt werden, geplant werden, die darauf angewiesen sind, dass sie da mittun, dass die Gemeinschaft, dass die Community mittut, dass es da auch dann iterative Prozesse gibt in dieser Formatentwicklung. Sie können sich über all die Sachen natürlich auf der Webseite informieren. Wenn Sie das tun, werden Sie sofort erstaunt sein und sagen, wer hat denn diese Webseite designt und wo finde ich denn jetzt diese ganzen Informationen, die Sie präsentiert haben? Wir wissen das. Befindet sich momentan in der Überarbeitung und es wird ja einen Relaunch geben, wo das besser aufbereitet und vor allen Dingen auch detaillierter alles zu finden sein wird. Und das, was wir momentan sehr konkret machen, ist, häufig wöchentlich mehrere Gespräche mit Participants zu führen, uns vorzustellen, deren Bedürfnisse uns anzuhören und gemeinsam Diskussionen über die Frage, was ist Datenkultur in der Geschichtswissenschaft, zu führen. Und jetzt kommt der versprochene Aufruf zu mitmachen. Es gibt zum Beispiel Sommerschulen. Die erste wird im September diesen Jahres stattfinden, im Landesarchiv Baden-Württemberg zusammen. Bewerben Sie sich, können da teilnehmen, Sie können das mitgestalten. Es wird Fair Data Fellowships geben, auch die werden, da geht es darum, dass sie einen Datensatz mitbringen und der nach den Fair-Kriterien gemeinsam aufbereitet wird mit den gastgebenden Institutionen, dass es da Beratungsangebote gibt und Austausch gibt und am Ende ein fair publizierbarer Datensatz entsteht. Da wird es koordinierte Ausschreibungen in diesem Jahr geben. Und es gibt Reisestipendien für vor allen Dingen Menschen in der sehr frühen Phase ihrer wissenschaftlichen Karriere, nämlich im MA-Studium und DoktorandInnen, bei denen wir sagen, die Reise zu Tagungen, die je für Sie sinnvoll sind, wollen wir unterstützen. Da wird es auch Bewerbungsaufrufe geben. Das wird perspektivisch zweimal im Jahr stattfinden, dass Mensch sich da bewerben kann. Tun Sie das, dann können wir Sie dabei unterstützen und das würde uns freuen. Wir kommen miteinander ins Gespräch. Die Incubator Funds sind bereits angesprochen und es sind relativ kleine Summen, aber auf der anderen Seite auch wieder relativ große, wo Sie ein kleines prototypisches Projekt einreichen können. Das wird jedes Jahr ausgeschrieben. Ich nehme an, wieder früh September, August irgendwie so. So war das jedenfalls letztes Jahr, aber das wird kommen. Bewerben Sie sich da.
Und schließlich sollen natürlich unsere Expertinnen-Gremien nicht im luftleeren Raum operieren, sondern sind darauf angewiesen, dass Fragen, Anregungen an sie herangetragen werden. Und egal in welcher Form, ja, haben sie irgendwie crazy Idee, Frage etc., schicken sie uns. Mehr als dass sich niemand darum kümmert, kann einfach nicht passieren, aber im besten Fall kümmert sich niemand darum und sie kommen in Austausch mit spannenden Menschen und spannenden Institutionen und das würde uns freuen. Und damit sind wir, glaube ich, am Schluss dessen, dass wir reden. Möchte ich erstmal Danke sagen, nämlich einerseits an Sie, dass Sie uns zugehört haben, an euch, dass Sie uns zugehört haben, an all die Menschen, die mitgetan haben hier bei dieser Präsentation. Ganz wichtig auch noch zu erwähnen, Martin Dröge, der bei der konkret erwähnten Fallstudie zentrale Arbeit geleistet hat und der hier, wie ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, das tut mir leid, Martin, das soll nicht geschehen, das war nicht geplant, sondern der Credit geht da an dich. Und schließlich kommen wir damit zum Schluss und wollen in Diskussionen übergehen. Vielen herzlichen Dank.